Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen heute Mario Kart Wii, aber nicht das normale Spiel, was sich hier oben befindet. Nein, stattdessen hat der Hering mal etwas vorbereitet. Und, ja. Also hundertprozentig erklären kann ich es euch nicht. Den Link, wie ihr das Ganze jedenfalls auf eurer Wii U, auf eurer Wii oder vielleicht auch Wii U zum Laufen bekommt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Müsst ihr einfach mal selber gucken und werdet ihr bestimmt auch hinbekommen, wenn ihr das irgendwie so ein ganz, wenn ihr so ein ganz klein bisschen pfiffig seid, beziehungsweise einfach nur des Englischen mächtig seid, dann werdet ihr das schon irgendwie installiert bekommen auf einer SD-Karte eurer Wahl. Und wenn ihr die dann in die Wii reinschiebt oder vielleicht auch Wii U, dann kommt ihr ganz unter Umständen auch irgendwann in dieses Menü hier und dann könnt ihr einfach mal so das Spiel starten und dann könnt ihr vielleicht ganz andeutungsweise Mario Kart ein ganz klein wenig anders spielen. Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution Version 1.03. Press A to continue. Und? Ah. Ja. Erstellt von Mr. Bean und Cheddars. Insbesondere Mr. Bean könnte man unter Umständen kennen. Ich hatte mich vor kurzem auch mit Sozi irgendwie drüber unterhalten. Der wohl populärste, der wohl bekannteste, der wohl berühmteste Mario Kart Spieler vielleicht, den es auf dieser Welt gibt. Ich weiß es nicht genau. Wir spielen hier übrigens auf der Wii, deswegen mal so ganz kurz als Information. Ich habe hier noch nichts freigeschaltet, was unter Umständen ein kleines Problem sein könnte. Ja, aber na gut, okay, ich muss damit jetzt an der Stelle einfach mal leben. Worum geht's jetzt hier? Custom Tracks. Das Thema der Custom Tracks, das kam eigentlich so ein bisschen zu dem Zeitpunkt auf, wo bei mir die Mario Kart Wii-Lust so richtig abebbte. Und deswegen hatte ich auch absolut kein Verlangen danach, mich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen. Im Clanwesen selber war es wohl ab und zu durchaus mal, es hat eine gewisse Rolle gespielt, sagen wir es mal so. Also es gab auch mal Custom Track CWs, das habe ich durchaus am Rande irgendwie mitbekommen. Ansonsten war das aber vor allem eine Sache, die man sich irgendwie, ja, designte Strecken von irgendwelchen Leuten, die sich eben damit auskennen, die in Mario Kart Wii implementiert wurden und die man dann eben befahren kann und mit denen man dann Spaß haben kann und so hat man eben eine größere Kursanzahl zur Auswahl. Also statt den 32 Standardkursen hat man dann plötzlich eben ein paar mehr. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Und zwar, ja, 150 Kubikzentimeter und dann gucken wir mal, was ich überhaupt auch so zur Verfügung habe. Ja gut, das könnte jetzt ein kleines Problem sein, ne? Bowser-Bike habe ich ja sowieso nicht. Na gut, dann machen wir heute eben alles mal mit Machbike, aber nicht mit Automatik, nee. So, manuell, genau, okay. Und dann sind wir jetzt hier im Menü und, ja gut, Pilzcup, Blumencup und so, die kennen wir natürlich. Hier links und rechts haben wir noch Pfeile, mit denen wir uns durchklicken können. Da sind noch ein paar Cups mehr. Ja, wie gesagt, ein paar Cups davon kennen wir, aber irgendwie ganz viele Symbole davon, die sollten uns jetzt irgendwie neu vorkommen. Das sieht nämlich irgendwie alles, ja, F-Zero Big Blue, ach was. Sieht nämlich alles sehr fantasievoll aus. Ich bin gespannt. Ich habe mich mit dem Thema Custom Tracks kaum beschäftigt. Ich weiß jetzt absolut nicht, was mich hier erwartet. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an und spielen einfach mal ein paar Grand Prix. Vielleicht ist es ja ganz witzig. So, dann gehen wir mal in den Wump Cup, würde ich mal sagen. Der berühmte Wump Cup, ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt CPU-mäßig funktioniert, also ob die Computergegner überhaupt checken, dass sie jetzt auf einem neuen Kurs unterwegs sind. Volcanic Skyway 4. Oder ob die jetzt reihenweise die ganze Zeit nur runterfallen oder so. Ich habe keinen Schimmer. Schauen wir uns das Ganze an. Ich bin gespannt. Vielleicht komme ich auch selber nicht zurecht mit den Kursen. Das kann ja auch sein. Wer weiß, wie die designt sind. Das Interface, da unten rechts haben wir eine neue Kilometeranzeige. Das ist ja irgendwie ganz witzig. Na gut, so, alles klar. Ich bin hier auf einem neuen Kurs und das könnte jetzt spannend werden. So wie es scheint, kriegen die Computergegner das tatsächlich gebacken. Das finde ich ja höchst interessant. Weil, hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber okay. Das macht ja im Endeffekt nur mehr Lust auf den ganzen Kram. Und das beweist dann ja an der Stelle schon mal...
Beweist denn an der Stelle ja auch. Interessante Streckenführung. Beweist an der Stelle ja auch, dass das Ding irgendwie Singleplayer-tauglich ist. Was ja dann auch nochmal die Tage bis Mario Kart 8 uiuiuiui, so ein ganz kleines bisschen verkürzen kann unter Umständen. Okay, das habe ich jetzt nicht so hundertprozentig gecheckt. Aber wie mir scheint, auch meine Kollegen nicht so wirklich. Das war... Dieser Untergrund ist ein bisschen tricky, weil den sieht man ja kaum. So, das war eine Röhre oder irgendwie sowas in der Art. Das ist eine sehr, sehr steile Abfahrt. Wäre auch geil, wenn ich wenigstens einmal ein Item bekommen würde. Dankeschön. So, Mario Kart. Das Spiel mit den Items und so. Oh, und jetzt sind wir tatsächlich mal wieder auf festem Grund. Das ist toll. Hier kenne ich mich einigermaßen aus. Oder auch nicht. Was zum Teufel? Oh Gott! Ich hab's nicht so wirklich gecheckt. Man musste da irgendwie drüber springen, ja? Ich glaube schon. Und das war die erste Runde. Ach du Himmel. Okay. Also es ist wirklich, ja, fantasievoll, sagen wir es mal so. Und so in dem Stil sind jetzt auch die anderen Kurse, ja? Ich meine, wir sehen viele Elemente, Wiggler und so weiter aus dem Originalspiel weitestgehend übernommen. Eben die Modelle, Wumms und dergleichen natürlich auch. Ansonsten aber alles irgendwie ja, aus eigener Hand designt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht mal so richtig hundertprozentig beschreiben. Ich finde es toll, dass Leute sowas machen können und irgendwie so in so ein Spiel einbauen können. Also das flasht mich jetzt auf eine gewisse Art und Weise schon. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Das ist irgendwie ganz witzig. Oh, ja, das wäre jetzt schon fast wieder diese Kurve gewesen. Was mich zugegebenermaßen auch der Blooper ein bisschen irritiert. Ja, das flasht durchaus. Ich meine, jetzt im Hintergrund und so, die Umgebung sieht jetzt wirklich nicht bahnbrechend aus. Aber okay, das soll wahrscheinlich im Endeffekt dann auch gar nicht so super mega überkompliziert sein oder so. Und vielleicht, naja, da werden wir bestimmt dann auch Ausreißer nach oben und nach unten finden. Auf der Custom-Track-Skala. Dort unten könnte man theoretisch langfahren, glaube ich, oder? Das sah so aus. Ja, tatsächlich. Ah, da unten ist unter der Rampe quasi gesehen auch nochmal so ein Weg. Hm. Und drei Runden. Weiß nicht genau, ob die Rundenanzahl auch variabel ist hier bei dieser Custom-Track-Geschichte oder nicht. Aber das werden wir dann nach und nach sicherlich auch rausfinden. Ist jedenfalls ein gänzlich neu designter Kurs. Ich glaube, gehört zu haben. Mit Lakito funktioniert auch alles ganz normal, okay. Ich glaube gehört zu haben, dass... Oder beziehungsweise ich habe ja teilweise vorhin in der Grand Prix-Übersicht auch schon gesehen, dass da einige auch ziemlich mehr oder weniger bekannte Strecken aus dem Mario Kart-Universum oder aus anderen Rennspielserien, F-Zero Hust, übernommen wurden, beziehungsweise nachdesignt wurden. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die sich so fahren lassen. Boah, diese Kurve hier ist irgendwie... Ich weiß nicht, da kann ich mich überhaupt nicht dran gewöhnen. Das hat sowas, man steuert irgendwie blind nach rechts. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Okay, gut. Ja, 150 Kubikzentimeter. Hm. Liegt das jetzt an meinem Skill oder liegt es doch ein bisschen daran, dass die Computergegner so ein bisschen verplant sind, was die allgemeine Umgebung angeht? Jedenfalls ist mein Vorsprung doch relativ groß. Ach, ist schade, ich wäre jetzt ganz gerne mal da unten lang gefahren. Hält man den? Also wie soll man denn da unten da reinfallen, damit das funktioniert? Naja, was soll's. Okay. Ersten Custom Track jedenfalls hinter uns gebracht. Mit einer 4.13.597. Absolut bahnbrechend. Ja. Ist natürlich auch schön, dass die ganzen Kurse jetzt unter Umständen auch teilweise mal ein bisschen länger sind. Ja, dürfte man dann ja eigentlich und theoretisch 150 Kubikzentimeter. Fragezeichen. Mario Beach. Zweites Rennen. Naja, im Wump Cup halt, ne? Mario Beach. Interessant. Ja. Müsste man ja jetzt unter Umständen, oder? Okay. Gut. Wir erkennen ein gewisses Problem. Kann es sein, dass man den Grand Prix-Modus nicht so unbedingt testen sollte, sondern stattdessen das Ganze im Versus-Modus befahren sollte? Ich fürchte es fast. Gut, okay. Ich werde das Ganze jetzt nochmal neu starten. Und dann sehen wir uns gleich im zweiten Rennen wieder. Also bis gleich.
Ja, da sind wir wieder. Wenn ihr irgendeine Idee habt, warum das eben gerade eingefroren ist, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Wie gesagt, ich bin ja absoluter Newbie auf dem Gebiet hier, Custom Tracks und so weiter. Da sind einige von euch da draußen sicherlich, die sich damit ein bisschen besser auskennen. Wir versuchen das Ganze jetzt mal über den Versus-Rennen-Modus. Achso, nee, Moment. Ich muss, ich kann, ich darf, ich, wo kann man denn? Hier kann man die Regeln einstellen. Okay, genau. Dann machen wir das Ganze nämlich auf 150 Kubikzentimeter, damit es hier nicht gar so... Ja, und alle... Na gut, beim Computergegner ist es eigentlich egal. Machen wir Schwierigkeitsgrad schwer. Dann passt das wenigstens. Und... Ja. Solo-Rennen, blub, bli, bla. Okay, ja. Worauf wollte ich hinaus? Ich glaube, ich wollte irgendwie was erzählen. Custom Tracks, es müsste ja theoretisch möglich sein, die dann jetzt auch über diese Privatserver zu spielen. Geht mal schwer von aus. Also theoretisch, wenn ihr euch da ein bisschen informiert, dann müsste es ja wohl möglich sein, dass ihr diese Custom Tracks dann auch weiterhin zocken könnt. Wenn ihr euch das Ganze herunterladet und zufälligerweise jetzt auf meinem Kanal ausgerechnet als allererstes entdecken solltet, ich weiß es ja nicht genau, ja, müsst ihr euch dann nur im Nachhinein natürlich ein bisschen, was zum Teufel, irgendwie ist das schnell, müsst ihr euch im Nachhinein nur mal ein bisschen informieren. Warum ist das hier so schnell auf diesem Kurs? Halleluja! Ein bisschen an der Geschwindigkeit geschraubt, oder? Kann das sein? Ui! Das ist mal interessant, aber auch ein halbwegs vernünftiger und geradliniger Kurs, der auch absolut überschaubar ist, aber irgendwie auch hübsch anzusehen ist, muss ich mal sagen. Also hat ein bisschen was, definitiv. 160 Stundenkilometern sind wir auch way, ungefähr doppelt so schnell wie noch beim letzten Kurs. Auch interessant. Okay, ja, wie gesagt, informiert euch, keine Ahnung, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Ich selber habe ja sozusagen die Privatservern schon im Vorfeld abgeschworen, weil ich mir so denke, mit Mario Kart Wii musst du dich wirklich nicht mehr beschäftigen, wenn Mario Kart 8 erstmal draußen ist. Aber wenn man das hier so sieht, das ist ja fast eine neue Welt. Das ist ja so, als würde ich jetzt gerade ein ganz neues Spiel bekommen. Also, ja, da kann man sich natürlich im Nachhinein fragen, Mensch Hering, warum hast du dich nicht früher dafür entschieden? Ja, ich weiß es nicht genau. Mein Gott, wie gesagt, es war ein falscher Moment einfach, wo die Custom Tracks herauskamen. Das war in dem Moment, wo ich absolut keinen Bock mehr auf Mario Kart Wii hatte. Also warum hätte ich mich damit beschäftigen sollen? Ich hab schon mal wieder gesagt, ja gut, hier neue Strecken und so, wäre doch eigentlich ganz prima und so weiter. Aber so hundertprozentig, oh, es sind sogar 7 Runden hier. Aber hundertprozentig für voll genommen habe ich das Ganze hier ja doch nicht. Also, sagen wir mal ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab das als, wow, nette kleine, was für eine nette kleine Idee gehalten. Ein kleiner Spaß für zwischendurch irgendwie, aber jetzt echt nichts, woran man, nichts mit Substanz oder so, wo man sagen könnte, wow, also, das muss man in jedem Falle mal gespielt haben. Mein erster Eindruck in jedem Falle ist ziemlich positiv. Schon allein, wow, wenn man so sieht, wie das Ganze von der Aufmachung her aussieht und so, die ganzen Menüs, das ist ziemlich, es wirkt ziemlich professionell, also was die hier auf die Beine gestellt haben. Was echt bewundernswert dafür ist, wenn man bedenkt, dass das Ganze ja nicht wirklich offiziell von Nintendo abgesegnet ist, sondern mehr oder weniger in Eigenregie von einigen Leuten gemacht wurde, die einfach nur, ups, verdammt viel Bock auf dieses Spiel haben. Das ist echt unfassbar. Immer wieder interessant zu sehen, wozu Fans so in der Lage sind, wenn sie sich einfach, wow, ein gewisses Ziel setzen. Ich weiß nicht genau, wie ich es anders beschreiben soll. Gut. Irgendwie scheint mir der Kurs bedingt zu liegen oder wie auch immer. Weil man davon jetzt auch nicht wirklich sprechen kann. Aber ich finde, ich wurde jetzt auch von genug Items getroffen, weshalb sich das irgendwie erklären lässt, warum ich nicht auf dem ersten Platz vor mich hin dümpele. So, jetzt müssen wir halt nochmal ein bisschen Stoff geben in der letzten Runde und dann schaffen wir es auch, Luigi von dem Platz an der Sonne zu verdrängen. Jetzt wäre auch selber fast runtergefallen. Oh Mann, hier liegen aber auch viele Items rum. Es ist der Wahnsinn. So, ganz normal einfach immer schön Windschatten, Quatsch, Windschatten, Wheelie ziehen und so. Muss man ja noch ausnutzen, solange man es in diesem Teil noch machen kann. Später wird das ein bisschen kniffliger vermutlich, so Geschwindigkeit aufzubauen mit dem Bike. Und fertig.
ob das Absicht ist, dass die Custom-Kurse so von der, ja, reinen, weiß nicht, von der reinen Länge und so schon deutlich länger sind als die normalen Kurse, sag ich mal. Und ob das Absicht ist, ja. Desert Night Sky. Ich meine, ja, vermutlich werden sie Kassentrack Bauer auch gedacht haben, irgendwie, schade, dass die Mario Kart-Rennen immer so kurz sind. Da kann man doch eigentlich viel mehr draus machen. Okay, hier gibt es keine Streckenübersicht offensichtlich. Hielt der Erbauer nicht für nötig oder so? Keine Ahnung. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hier langfahren muss. Es scheint andeutungsweise der richtige Weg zu sein. Was zum Teufel? Wow. Konfus. Es wirkt ein bisschen konfus. Ich erkenne wenig Struktur, aber das muss es vielleicht so sein. Was zum Teufel? Ja. Genau. Hätte ich mir auch so gedacht. Genau, so, dass so die Streckenführung sein muss. So, nie anders. Dupdi-dup. Und irgendwie nach oben. Und irgendwie so freuen. Und irgendwie auf Startziel. Das macht ja irgendwie Spaß. Lalalala. Okay. Also der Kurs hier ist mir ein bisschen. Naja. Also. Da merkt man es nochmal ein bisschen extremer vielleicht, dass es Fanmade ist. War bei dem Mario Beach jetzt gar nicht. Jetzt gar nicht so offensichtlich, würde ich fast sagen wollen. Also, wirkt zumindest ein bisschen durchdachter als das hier. Das ist hier einfach nur ein bisschen. Vor allem die Strecke stört mich irgendwie. Also, der Streckenteil halt. Warum ist da eine Kanone gesetzt? Also, und dann auch nicht mal, also offensichtlich, dass es eine Kanone ist. Man fährt einfach nur auf den Rand drauf zu und dann, ja, entweder. Dann fährt man halt über die komische Schlucht drüber. Das ist irgendwie. Und dann noch mitten durch den Berg durch. Das ist halt so. Naja, schön ist was anderes. Aber gut, okay. Mit dem Kurs sind die Computerfahrer jedenfalls um einiges mehr überfordert. Ganz faszinierend. Ist aber trotzdem rote Panzer und dergleichen immer noch so gut treffen. Flupp! Baby Mario, ich krieg dich! Da bin ich mir doch fast sicher. Also wirklich fast. Aber auch nur fast. Ist eigentlich gut, so wie ich fahre. Direkt da schon links rüber und. Vielleicht ja, vielleicht nein. Auch die Wumms sind jetzt keine so große Herausforderung. Ne. Ist so ein. Boah, Durchschnittskurs. Keine Ahnung. Kann man mal fahren. Muss man aber vielleicht nicht öfter hinter sich bringen. Ist es aber nur meine persönliche Meinung, ne? Wenn ich eure persönlichen Custom-Track-Lieblinge hier irgendwie verletze oder so, dann tut mir das in der Seele weh. Aber, ja. Mein Gott. Ich weiß es in dem Moment ja nicht besser. GBA Bowser Castle 2. Okay, das dürfte ja also dann ein kompletter Nachbau sein. Zum Glück haben wir Mario Kart Super Circuit vor kurzem auf meinem Kanal gespielt. Oh ja, das kommt mir zum Beispiel ziemlich bekannt vor dort. Ziemlich akkurat auch diese ganzen Dinger dahin gelegt. Das ist interessant. Die Wumms auch in der Rechts-Links-Rechts-Folge. Okay. Na, dann gucken wir mal, wie sich der ganze Kurs hier so bei Mario Kart wie fährt. Kleine Sache, die ich jetzt vorne auf der Homepage noch gelesen habe, aber mir eigentlich auch so im Vorfeld einigermaßen klar war. Also die Sache ist ja, Custom Tracks online fahren ist global schwierig, beziehungsweise sollte man eher nicht machen, also weder global noch kontinental, sondern das ist eine Geschichte, die ihr eher so mit euren, ja, mit euren Freunden ausmachen solltet. Wie diese Feuerbälle da geflogen sind, das sah irgendwie nice aus. Ja, da trifft man sich oder verabredet man sich eben in Freundesräumen zu lustigen kleinen Custom-Track-Runden, weil, ja, nicht alle Leute, die global oder kontinental fahren, die suchen natürlich auch nach diesen, oder die haben auch diese Kurse zur Verfügung. Logischerweise würdet ihr dann ja, im Normalfall ziemlich abkacken, weil die Custom-Track-Kurse ja scheinbar doch irgendwie oftmals ein bisschen länger sind. Und ja, dann würdet ihr an Orte fahren, die anderen nicht erreichen können und so weiter und so fort. Also irgendwie würde es nicht so hundertprozentig funktionieren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, ja.
Und generell war da irgendwie auch eine Warnung auf der Homepage, wenn ich mich recht entsinne, dass man das eher tatsächlich unterlassen sollte, das online zu benutzen. Normal online, weil dann die Wahrscheinlichkeit oder weil dann die Wahrscheinlichkeit gegeben ist einfach, dass man unter Umständen auch gebannt werden könnte von Nintendo, falls sie das auf irgendeine Art und Weise irgendwie spitz kriegen. Ja, aber wenn man das für sich auf seiner eigenen Konsole testet, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Und wenn man das in Freundesräumen auf abgesprochene Art und Weise testet, ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Muss man halt ein bisschen für sich selbst wissen. Ich meine, es wird großer Regelmäßigkeit von vielen Leuten zelebriert, so wie ich das herausgehört habe. Im Endeffekt muss ich mich an der Stelle dann auch nochmal bei Mirror bedanken, mit dem ich mich ja während meiner MKV-Laberstunde unterhalten hatte über Mario Kart Wii, ja. Und wo er mich nochmal auf diese Custom-Track-Geschichte aufmerksam gemacht hat. Und ja, das war eigentlich Stein des Anstoßes, warum ich mich jetzt dann doch nochmal mit dem Thema beschäftige. Am letzten Wochenende vor der Mario Kart Wii Server-Abschaltung. Und naja, wie das halt so ist, ne? Jetzt sitze ich hier, erfahre ein paar neue Kurse, lerne neue Strecken kennen und erfreue mich einfach an der Tatsache, dass es da ist. Es ist schon nett, wirklich. Jetzt ist natürlich die sehr spannende Frage, was passiert, wenn ich das vierte Rennen beendet habe? Kommt dann wieder irgendeine Sequenz, die er nicht verarbeiten kann oder so? Also den ersten Cup haben wir jetzt ja quasi geschafft. So, dann wäre der nächste jetzt hier der Rainbow Road Solar Edition, okay? Wäre, ja, der Piranha-Pflanzen-Cup jetzt quasi gesehen als nächstes dran. Mal gucken, was wir hier so finden können. Schnucklige Retro-Kurse vor allem. Super NES Ghost Valley 1. Oh yeah. Den Kurs habe ich doch früher geliebt. Und jetzt das Ganze nochmal mit Mario Kart Wii Action. Mit Mario Kart Wii Optik. Mit 12 Fahrern. Wow. Zahlreiche Buhus sind hier unterwegs. Generell kann man die ganzen Sachen auch noch irgendwie ein bisschen weiter individualisieren. Hatte ich zumindest gelesen in der README-Datei. Oh! Da dürfen wir nicht durchfahren. Aha, interessant. Ja, individualisieren. Das bedeutet, man kann... Ob man hier... Okay, funktioniert die Abkürzung hier überhaupt? Eher nicht, oder? Ich glaube eher nicht. Kann mir auch täuschen. Vielleicht würde es tatsächlich mit dem Pilz funktionieren. Was soll's. Man kann das Ganze individualisieren. Irgendwie seinen eigenen... Ja, MP3-Dateien noch einbinden in die Kurse und so weiter und so fort, sodass man halt die entsprechende Musik dazu hört. Das ist irgendwie, ja, eine ziemlich witzige Idee. Generell 5 Runden, original zum Super Nintendo-Kurs, interessant. Generell stehe ich ja auf sowas. Das ist irgendwie eine komische Sache, dass so wenig Hersteller davon Gebrauch machen. Das war so ein Feature, was mit der Xbox 360 auch ein bisschen angepriesen wurde, sag ich mal. War es wirklich erst mit der Xbox 360 oder schon mit der normalen Xbox der Fall? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Dass man seine eigenen Soundtracks, seine eigenen CDs, seine eigene Musik einfach in Spiele einbinden kann. Ja, wurden Sportspiele eben als Beispiel genannt und so weiter. Und es wurde bei Project Gotham Racing ziemlich gut umgesetzt, weil das Spiel hat sich auch die Dateinamen der Musikstücke und dergleichen quasi gesehen von eurem USB-Stick oder wie auch immer ihr das auf die Konsole gebracht habt, gezogen. Sodass es auch richtig während der Rennen eingeblendet wurde, was da überhaupt jetzt gerade für ein Track läuft. Bei anderen Spielen wiederum ist es ja so, dass man einfach nur ja, nebenbei seine Musik hören kann. Aber ja, die anderen... Ist der blaue Panzer echt wegen mir zurückgeflogen? Ich glaube, weil er sich gedacht hat, ist kürzer, ne? Als dass er jetzt eine komplett neue Runde fliegt. Na gut. Ja, man konnte seine eigene Musik einbinden, zwar in die meisten Spielen, in die meisten anderen Spiele, aber dafür blieben dann immer noch die normale Musik im Hintergrund und ja, das wird dann ja quasi gesehen nur überlegt, aber du hast ja zwei Musikstücke auf einmal, die abspielen. Das ist ja irgendwie. Das kann ja irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache sein, eigentlich. Sollte ja schon einigermaßen zur Situation passen. So sollte es zumindest sein.
Gut, ja, weiter, okay. Überklicken wir am besten mal, bevor hier irgendwas Grandioses passiert, was ich nicht möchte. Glückwunsch, ein netter, schnuckliger, kleiner Goldpokal. Und jetzt muss ich nochmal kurz gucken, kann man das bei den Rennen nicht irgendwie... Ja. Kann man das bei den Rennen nicht irgendwie so einstellen, dass man unendlich viele beim Versus-Modus auspacken kann? Das würde mir jetzt die Sache ein bisschen vereinfachen. Versus-Rennen regeln irgendwie so. 3, 2, 1, 32 Rennen. Na gut, okay. Machen wir es halt so. Wenn das tatsächlich das Größte ist. So, nehmen wir nochmal einen anderen Charakter. Keine Ahnung. Wie wär's denn mit der kleinen Peach? Genau. Die habe ich auch eine Zeit lang gerne genommen. Als der Daisy-Hype entstanden ist. Irgendwie aus Trotz habe ich dann mit Peach ein paar Rennen bestritten. War jetzt auch nicht besser oder schlechter als sonst, aber na gut. Super NES Cooper Beach 2. Original mit Cheep Cheeps. Oh mein Gott. Die so ein klein bisschen durch die Gegend cheepen oder so. Cheep Cheep. Wie kleine Fische halt so machen. Hintergründe sind natürlich sehr einfach gehalten und so, ne? Aber irgendwie, es hat auch einen gewissen... Es hat auch einen gewissen Charme. Sagen wir es mal so. Musik ist natürlich auch passend für die Umgebung hier. Hopsala. Ja. Das hatte ich jetzt nicht so hundertprozentig gesehen. Okay. Ja. Kleiner Nachteil natürlich im Vergleich zu Super Mario Kart auf dem Super Nintendo. Man kann unter Wasser nicht noch ein kleines Stückchen weiterfahren, um sich vielleicht doch noch an Land zu retten. Sondern man muss es so nehmen. Ui, wie es hier kommt. Und man muss sich im schlimmsten Falle dann eben von Lakitu wieder auf die Strecke setzen lassen, was erstaunlich viel Zeit kostet. Oh, noch der olle Waluigi da vorne. Den kriegen wir doch auch nochmal ausgeschaltet. Zack. Kleiner roter Panzer. Das kannst du von mir aus haben. Rückblickend betrachtet finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass ich diese Hängerphase bei Mario Kart Wii so ein wenig hatte. Aber ich war auch echt mit vielem... Ui! Mit vielem überfordert. Auf meinem Kanal oder generell. Und deswegen konnte ich das alles nicht so durchziehen, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Ach, wir hatten Luigi schon überrundet. Mensch. Baby Peach glaube ich auch. Ich bezweifle mal, dass sie auf 2 ist. Das müsste immer noch Waluigi sein. Flup. Oh ja, das war eindeutig besser. Ja, da konnte man irgendwie mit leben, irgendwie mit der Situation. Ich glaube generell, diese Wasserpfützen, die machen den Computergegnern schwer zu schaffen. Weil da vernünftig auszuweichen, ist für die, oder sollte für die jetzt auch nicht so einfach sein. Naja, was soll's. Ja, wie gesagt, ist schade wegen der Pause einfach. Weil ich dann auch solche Sachen verpasst habe, die ich mir so mitgenommen habe. Wäre verlockend gewesen, das Ganze irgendwie auch nochmal mit Freunden ausgiebiger zu spielen oder so. Aber, naja. Rainbow Road Solar Edition, da bin ich jetzt mal gespannt. Was heißt Solar Edition? Wir sind irgendwo mitten an der Sonne. Oder so. Mhm. Es geht vor allem vorbei an irgendwelchen Planeten. Erinnert jetzt teilweise... ist das die Mario Kart 7 Strecke? Wenn ja, dann wäre das witzig. Vor allem aber war das bei Mario Kart 7 ja kein Rundkurs, so wie es hier ist. Aber hier fahren wir auch nur 2 Runden. Aha, interessant. Mario Kart 7? Das ist doch wohl ein wenig wie Mario Kart 7. Okay. Ein wenig. Aber alle Elemente kann man logischerweise nicht übernehmen. Hui! Aber so ein paar zumindest. Sogar das Monstanz funktioniert, ist wunderbar. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Keks. Aber ich glaube, es soll ein Asteroid oder irgendwie sowas sein. Ein Cookie im Weltraum. Es ist so herrlich. Dupdidup. So, ja, dann zeigen wir mal, was wir an Mario Kart 7 gelernt haben hier auf diesem Kurs. Cookie! Hilf mir! Dankeschön! Echt nicht einfach. Irgendwie
Es macht Spaß. Ja, okay, ich geb's dazu. Custom Tracks sind geil. So, Punkt. Fertig. Jetzt haben wir das auch nochmal gehört im Let's Play vom Hering. Scheiße. Und dann können wir alle froh, glücklich und zufrieden sein. Und... naja, okay. Und habe ich einen halbwegs versöhnlichen Abschluss vielleicht so andeutungsweise gefunden. Halbwegs versöhnlich. Oh, hier hätte man das irgendwie besser machen können, wenn man dort oben noch etwas getroffen hätte. Was zum Teufel? Was? So, hier irgendwelche Meteoritenschauer oder so, die von oben lila Flammen regnen lassen. Das ist ja, naja, okay, wenn es gefällt. Sind das Beschleuniger hier? Bei Mario Kart 7 waren es ja Beschleuniger, aber irgendwie sah das jetzt nur so bedingt danach aus. Das hatte jetzt auch irgendwie, naja, okay. Diese Elemente können ja auch einfach nicht so richtig funktionieren, weil der Gleiter ja zum Beispiel fehlt. Und man hat sich trotzdem bemüht, da einigermaßen akkurat zu bleiben. Und wie gesagt, die roten Panzer, die verfolgen einen echt gut. Dafür, dass die Kurse so absolut chaotisch für Mario Kart Wii-Verhältnisse gebaut sind. Die wissen noch genau, wie man ja, den Spieler am besten ärgern kann. Ja, und damit das Ganze nicht ein zu kurzes Spektakel ist, hat man das Ganze mal auf 2 Runden einfach ausgeweitet. Ist auch nett. Generell irgendwie so eine Sache, ne? Warum ist es... ich meine, es ist schön, dass sie diese Rallye-Kurse quasi gesehen bei Mario Kart eingeführt haben seit dem 7. Teil. Also, wo man nur Streckenabschnitte absolvieren muss. Aber warum hat man das nicht teilweise dann auch einfach mal so gemacht, dass man da wahlweise vielleicht doch so eine Art Rundkurs dann eben draus macht? Okay, bietet sich nicht bei allen Strecken eben an. Bei den Regenbogen-Dingens hier würde es sich zum Beispiel anbieten. Oder vielleicht auch... naja, bei Woohoo... der ersten Woohoo-Strecke. Bei Mario Kart 7. Müsste das eigentlich auch funktionieren. War das ein Blitz oder so? Ich glaube. Bösartige Computergegner, die irgendwie zu schnell sind. Die mich vermutlich gleich wieder mit Items ärgern, weil ich irgendwie zu doof bin. Ja, genau. Selber was einzusammeln. Okay, nö. Der hat sein Ziel ausnahmsweise mal nicht weiter verfolgt. Hui! Man fühlt sich echt wie so ein kleines Kind oder so. Oder so ähnlich muss ich das dann anfühlen, wenn ich Mario Kart 8 in knapp 2 Wochen, nicht mal mehr 2 Wochen, zocken darf. Au. Nämlich absolut, ja, neu und unverbraucht. Irgendwie ein schönes Gefühl ist. Oh, ist das jetzt Beschleuniger oder nicht? Das soll so eine Art Beschleuniger, glaube ich, sein. Auch wenn ich es nicht wirklich hundertprozentig verfolgen kann. Naja. Dup-di-dup. Ui, solche Röhren waren früher auch in F-Zero beliebt. Ja, ja, ja. Ikes. Nikes. Kann ich nicht mal meine Items festhalten. So komisch ist dieser Abschnitt zum Schluss. Bei den Röhren F-Zero war es aber so, dass man da auch direkt an der Decke fahren konnte. Was teilweise nicht so ganz einfach war, wenn der Röhrenabschnitt ziemlich lang war. Da musste man sich nämlich erstmal wieder gegen Röhrenende dafür entscheiden, Moment, wo will ich denn jetzt einfach eigentlich weiterfahren? Ja. Und dann einfach mal von oben nach unten zu fallen, ist nicht so hundertprozentig angenehm. Ja, ja, ja. Aber ich glaube... das lässt sich auch sowieso irgendwie ein bisschen nachvollziehen. So. Nächster Kurs? Headlong Skyway. Okay. Dann müssen wir mal kurz durchklicken und gucken, tatsächlich, wie viele Custom Tracks es so gibt. Weil, dass ich jetzt nicht alle zeigen kann, versteht sich, glaube ich, auch so einigermaßen von selbst. Der Kurs ist ja witzig. Wir fahren auf Ziegelsteinen, die im Himmel gebaut sind, ja? Sehe ich das richtig? Okay. Von mir aus. Ist gut, ist in Ordnung. Was für... was zum Teufel? Ein Stern? Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oh, die Itemboxen sehen ja witzig aus. Das kann man also auch individualisieren. Ist interessant. Ein Kurs in... Sternform.
Ja, das ist nicht Rainbow Road dann, sondern... Ups! Star Road. Warum nicht? Kann man ja durchaus mal machen. Leider... Ui! Sind die Geschwindigkeitsboost-Felder hier nicht so hundertprozentig gut zu erkennen. Was zum Teufel? Ja, ich glaube, das war richtig so, wie ich das gemacht habe, weil das graue Feld zu sehr abbremst. Würde ich jetzt einfach mal vermuten wollen. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Dort links wäre es eine Rampe gewesen. Ach so, jetzt bin ich hier auf... Warum bin ich jetzt hier auf dem Außenkreis gelandet? Wie? Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht auch egal. Und was zum Teufel? Danger? Was, wie, wo, wer, wann, warum? Hä? Ich checke diese Streckenabschnitte nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da hätte machen müssen. Wahrscheinlich gar nichts. Ich weiß es nicht, ich weiß es... Was zum Teufel? Okay. Auch verdammt langer Kurs, aber nur zwei Runden zum Glück. Uiuiuiui. Hätte jetzt auch nur bedingt gerechnet. Das ist wirklich sehr... Ich habe das zuerst für eine Streckenverzierung oder so gehalten. Einfach diesen äußeren Kreis. Und ich dachte, wir würden die ganze Zeit nur im Stern fahren. Aber das... Da lag ich ja mal vollkommen daneben. Ui. Ja, keine Ahnung. Könnte man wahrscheinlich doch über dieses große graue Gedöns drüber fahren. Na gut. Interessanter Kurs. Ich habe kein bisschen davon behalten, wie er tatsächlich zu fahren ist. Aber muss ja nicht schlimm sein, ne? Man kann ja ruhig auch mal ein bisschen ausprobieren. Da kommt dann wenigstens der echte Mario Kart Racer in mir zum Vorschein, ne? Also, man muss sich ja auch halbwegs schnell an neue Kurse und dergleichen gewöhnen können. So. Das können wir ja mal so fahren, wie es vielleicht gedacht ist. Oder auch nicht. Ach so. Ich dachte, dass man da oben Stunt machen kann. Okay. Bumpert man gegen. Langweilig. Naja. Dupdido. So, kann ich jetzt hier... Nö, es funktioniert. Alles klar. Die grauen Flächen sind also nicht so schlimm. Gut. So, wie geht's jetzt hier weiter? Also, ich kann auch theoretisch hier entlang fahren. Ups. Schön auf dem Sand stecken bleiben. Und... Ne, hat schon alles so seine Richtigkeit. Bin genauso... Ups. Schlau. Quasi wie vorher. Nur wie man diese Stelle dort schneller machen kann, verstehe ich nicht. Vermutlich... Fahre ich das einfach falsch. Die Computergegner, die waren da irgendwo weiter rechts. Das ist seltsam. Hatte ich aber nicht gesehen. Wow. Diese Stelle macht mir echt Angst. Weil man da aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, einfach durchfällt. Ui. Bitte mehr Sunspeech. Dann überholst du und überrundest du vielleicht auch den Toad, den Toad, den Toad. Das kann man ja durchaus nochmal zelebrieren. So. Ich bin auch gerade so ein bisschen im Überlegen, ob ich das... Inwieweit ich das vor allem jetzt hier noch weiter fortführe. Oder ob ich nicht eher dann den Sonntag noch ein bisschen dazu nutze, mit euch zusammenzufahren. Das wäre zumindest irgendwie andeutungsweise eine Alternative. Ja, jetzt habe ich auch einfach auf Beenden gedrückt. Ich wollte wenigstens noch kurz gucken, wie viele Kurse es tatsächlich sind. Aber es waren massenweise Cups, glaube ich. Also seht dieses Video hier vielleicht auch nur so als ganz kleinen Teaser. Weil theoretisch könnte man noch ziemlich viel Spaß mit der ganzen Geschichte haben. Wenn man sich denn drauf einlässt. Und... Ja, Super Mario 64, Castle Grounds, Subspace Factory, Redland Woods, Land of the Apes, Seaside Circuit, District 65, Magma Island, N64, Toad's Turnpike, ist natürlich auch interessant, GCN, Dry Dry Desert. Ich bin irgendwie fasziniert, was die hier alles so... gebaut haben. Gut, okay. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, das Ganze einfach mal selber auszuprobieren. Es funktioniert eigentlich tadellos im Singleplayer, wie ihr gerade gesehen habt. Man sollte vielleicht nicht unbedingt in den Grand Prix-Modus gehen.
Aber wenn man einzelne Versus-Rennen anwählt, dann funktioniert das wirklich tadellos. Und theoretisch müsste es ja auch möglich sein, an einer Konsole das auch zu zweit zu zocken oder so, oder zu dritt oder zu viert. Also da habt ihr auch mehr Strecken zur Auswahl. Dann seid ihr nicht mal auf dieses ganze Online-Gedöns angewiesen. Also das funktioniert dann auch alles so. Ja, Link dazu, wie man das Ganze in Gang bringt, findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten soll es das an der Stelle einfach mal gewesen sein. Der Hering hat Custom Tracks ausprobiert und für gut befunden. Macht Spaß, macht Laune. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein. Ich sag dann einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.